So, der Euphemismus, etwas, was wir häufiger verwenden, ohne uns dessen eigentlich bewusst zu sein. Was ist das eigentlich? Ihr könnt euch das übersetzen als gut sprechend. Eu bedeutet immer gut und, ne, also praktisch wird etwas als gut bezeichnet. Das ist eine umschreibende Bezeichnung, wenn wir etwas, was uns entweder tabuisiert ist, was uns unangenehm ist, was anstößig ist, was wir aber verwenden wollen, irgendwie beschönigen, verhüllen oder mildernd umschreiben wollen. So, dass dieser beschriebene Sachverhalt wird durch die freundliche Umschreibung quasi entschärft für den Lesenden oder den Hörenden, aber manchmal auch willentlich verzerrt. Ich werde, habe ein Beispiel noch angefügt, das werdet ihr dann gleich sehen. So, denn wir werden hier uns mit mal drei Sachen angucken. Zunächst mal, irgendjemand aus der Verwandtschaft ist dem Wahnsinn verfallen, in welcher Form auch immer. Dann ist, wenn man jetzt sagen würde, ja, der ist verrückt geworden, dann ist das irgendwie, ja, unangenehm. Also sagt man, er ist geistig umnachtet. Ja, also um die Nacht ist die Dunkelheit. Wenn er geistig in die Dunkelheit gegangen ist, sozusagen, dann hört sich das irgendwie gemildert an. So. Wir haben einen riesen Tabubereich, daran merkt man das, glaube ich, am allereinfachsten. Tod und Sterben ist gerade in den westlichen Zivilisationsbereichen sozusagen doch eher behaftet, weil wir damit uns ungern auseinandersetzen, obwohl es halt zum Leben ja eigentlich dazugehört, wird es gerne beiseite geschoben in unserem normalen Leben. Wir denken da nicht drüber nach. Also umschreiben wir quasi diese ganzen Sachen. Er ist heimgegangen, er ist entschlafen. Und so weiter, wenn man es witzig machen will, er hat den Löffel abgegeben, diese ganzen Sachen, weil wir uns um die Begriffe drücken wollen, Tod und Sterben und damit eigentlich auch um die Tätig, also die Tatsache, dass man selber sterblich ist. Wir verdrängen das Ganze. Und dann kann man natürlich das auch euphemistisch ausdrücken, indem man sagt, ja, man will was verzerren, man will was verhüllen, vielleicht sogar willentlich in den Medien oder so. Man sagt, der Friedensprozess ist in Stocken geraten. Damit vermeidet man zu sagen, ja, der Krieg geht weiter. Es geht nicht voran, es ist kein Willen zu erkennen, dass dies sich irgendwie entschärft. Er ist ins Stocken geraten. Das bedeutet nämlich, wenn ich das lese, ja, er ist aber nicht weg, sondern er ist ja immer noch vorhanden. Er ist nur gerade nicht so schnell. Ja, aber ein positives Ende ist abzusehen. Euphemistisch wird das sozusagen deutlich gemacht, obwohl man das Ende streng genommen gar nicht kennt. So, ich denke, die drei Beispiele machen es relativ klar, wie man euphemistisch das verwendet. Wir machen das häufig in der Schrift, in der gesprochenen Sprache, aber natürlich dann in der Rhetorik auch immer sehr gerne. Ihr könnt wie immer die einzelnen Stilmittel einzeln anwählen, benutzt das einfach, sucht sie, dann findet ihr die Einzelvideos, sind immer relativ kurz, oder ihr nehmt die Wiedergabeliste, wo ich die ganzen Dinger bündele. Und ich hoffe, das hat euch, wie immer, hoffentlich was gebracht. Ihr hattet Spaß daran, das anzuhören. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Abonniert meinen Kanal. Fragen wie immer in den Kommentaren und bis zum nächsten Mal.